geschrieben in der Regierungsvorlage und es ging sich trotzdem aus. Das wäre angenehmer. Okay, das hätte ich dann schon ein bisschen wieder. Ja, auch im Studio und eine schöne Woche. Wie gefährlich sind eigentlich Waffen aus dem 3D-Drucker? Der Attentäter von Halle, der hat sich genauso eine Waffe selbst gebaut. Das war der erste Terrorakt mit einer Waffe aus dem 3D-Drucker. Und jetzt stellt man sich natürlich die Frage, kann das in Zukunft wirklich jeder selbst machen? Wir haben dann Waffen gesprochen. Natürlich habe ich auch schon einmal eine Pistole, wo alle Teile aus einem 3D-Drucker gefertigt worden sind, in der Hand gehabt. Ich würde aber niemals in Anzug bewegen. Stefan B. hingegen schon. Seine Schüsse töten letzte Woche zwei Menschen. Die Kugeln stammen von einer Waffe aus dem 3D-Drucker. Auch wenn er in seinem Video von der Tat immer wieder Probleme mit seiner selbstgebastelten Maschinenpistole hat, wie gefährlich sind die druckfrischen Pistolen?